Schauen wir uns nun die Schritte an, wie man zu einem sauberen Java RMI-Programm gelangt. Im ersten Schritt benötigen wir ein passendes Interface, eine passende Schnittstelle. Das geschieht wie üblich mit Hilfe des Java Interface-Konstrukts, denn wir haben ja gelernt, dass Java RMI gerade darauf gebaut war, möglichst viel aus dem bestehenden Java wiederzuverwenden, sodass sich Programmierer auch mit der Verteilung gleich wohlfühlen. Dieses bestehende Interface, was wir nehmen wollen, oder ein neu zu entwickelndes, muss zusätzlich das Interface Remote erweitern, also extenden. Dieses Interface Remote, was anzeigt, dass eine Methode überhaupt entfernt aufrufbar sein kann oder sein sollte, das besitzt selber keine Methoden, ist also ein reines Kennzeichen, ein Marker-Interface, das eben diese Eigenschaft anzeigt. Dadurch hat man bei der Implementierung eben auch keinen weiteren Implementierungsaufwand, der aus diesem Interface resultiert, mit einer Ausnahme: innerhalb dieses Interfaces Remote bzw. dessen Implementierung ist es erforderlich, dass jede Methode, die dort drin steht, eine Remote Exception werfen könnte, was dann natürlich sowohl für den Aufrufenden von Bedeutung ist, als auch für die Implementierung auf der Serverseite. Diese Remote Exception ist eben genau der Ausdruck dieses neuen Fehlertyps, den wir in verteilte Systeme kennengelernt haben, der aus der Verteilung gerade resultiert, und auch den muss natürlich ein Java-Client angezeigt bekommen können. Was Sie beachten sollten, ist, wenn Sie eine Klasse implementieren, die ein solches Interface implementiert, das Remote erweitert, dann kann prinzipiell von jeder anderen über das Netz erreichbaren JVM auf diese Klasse zugegriffen werden, sofern die Security Policy das erlaubt. Das ist heute weniger kritisch als noch in Java 8 oder in früheren Versionen, weil das Sicherheitsmodell immer weiter restringiert wurde, der RMI Registry, sodass Sie heute eben nur noch lokale Aufrufe haben, es sei denn, Sie definieren explizit eine andere Security Policy. Wenn Sie das aber tun, sollten Sie darum wissen, dass Ihr Code dann mit diesem großen Sicherheitsthema umgehen können muss. Schauen wir uns also ein Beispiel an. Ich habe Ihnen hier ein kleines Interface mitgebracht aus einem sauber implementierten Monolithen, minimalen Monolithen, nämlich ein Interface für einen Date-Service, das einfach nur das Datum zurückgeben kann. Und dieses Interface müssten wir jetzt ertüchtigen, indem wir es remote extenden lassen. Remote kennt er jetzt nicht, also werden wir es importieren und jede Methode, in unserem Fall also jetzt nur eine, muss hier eine Remote Exception werfen können. Auch die kennt er nicht, auch die importieren wir. Das ist schon alles, was man in diesem Interface leisten muss. Wenden wir uns also dem zweiten Schritt zu. Wir brauchen jetzt einen Server und ein Service-Objekt. Dieser Server, der muss serialisierbar sein und er muss in irgendeiner Form die RMI-Registry befüttern mit einer Instanz von sich selber, also mit einem Service-Objekt, damit dieses Skeleton auf der Serverseite dann die Fähigkeit hat, über TCP/IP entfernte Aufrufe entgegenzunehmen. Und was man dafür machen kann, ist im einfachsten Falle, man leitet seinen Server von dieser neuen Klasse Unicast Remote Object ab und man muss dann einen Default-Konstruktor ebenfalls einbauen, der eine Remote Exception werfen kann. Und natürlich, wie gesagt, das Ganze muss serializable sein. Gehen wir also erstmal diese Teilschritte. Dazu gehen wir jetzt hier in unsere Date-Server-Implementierung. Sie sehen auch die äußerst rudimentär ausgefallen. Was wir jetzt also brauchen, wir wollen hier Unicast Remote Object extenden. Auch den kennt er natürlich erstmal nicht. So, und jetzt brauchen wir hier an der Methode, die aus dem Interface kommt, brauchen wir natürlich ein throws remote exception.
So, die hat er auch importiert. Und jetzt sehen Sie, dass hier noch eine Warnung kommt. Wir fügen einen Konstruktor hinzu. Dieser Konstruktor, der muss nämlich dann diese Remote Exception werfen, wie schon gesagt. Er muss erstmal nichts großartig weiter leisten. Also gehen wir her und rufen ihn so auf. Wir können ihn auch erstmal public machen. Das ist wahrscheinlich das, was Sie sonst gewöhnt sind. So, jetzt haben wir unseren Konstruktor und jetzt müssten wir eigentlich das Ganze noch serialisierbar machen. Genau, und da lassen wir uns einfach eine Serial Version UID rausgenerieren von Java, die dann hoffentlich möglichst eindeutig ist. So, schauen wir uns den unteren Teil hier an. Was wir jetzt leisten müssen, wir brauchen ein Serverprogramm, das ein Objekt von dieser Service-Klasse, also eine Instanz, erzeugt und dann die Registry entweder selber startet oder eine bereits laufende nutzt und dort dann diese Service-Objekt-Referenz hinterlegt. Und das geschieht eben über diese Methoden der statischen Klasse Naming, die wir schon vorher als Beispiel für diese Registrierung gesehen haben. Da würde ich jetzt den einfachen Weg gehen, hier einen neuen Service Launcher zu erzeugen. Sie können natürlich auch in die Serverklasse das Main hineinziehen, dann müssen Sie halt dort eine neue Instanz erzeugen in der Main-Methode und die dann hinterlegen. Sagen wir einfach hier jetzt State Service Launcher. Der braucht jetzt eine Main, der muss selber starten können. So, und in dieser Main brauchen wir jetzt einmal eine Registry. Standardport, wie Sie gesehen haben, ist 1099. Das werde ich jetzt hier auch nicht verstellen. Jetzt haben wir noch den Punkt, dass wir eine Exception bekommen könnten. Da fügen wir jetzt der Einfache aber die Throws hinzu, um hier nicht noch mit Try-Catches zusätzlich arbeiten zu müssen. Jetzt haben wir diese Registry und jetzt können wir hergehen und erzeugen uns einen neuen Date-Server. Hier sind wir auf dem Server, das heißt, hier können wir natürlich einen neuen Date-Server einfach anlegen. Und jetzt können wir Naming benutzen und dort natürlich das Rebind, wie schon erwähnt, aus bekannten Gründen. Und als Name schlage ich vor, dass wir den Namen des Interfaces verwenden, denn dann ist es ja eindeutig, dass wir eine Implementierung für dieses Interface bereitstellen, das der Client ja auch so verwenden soll. Obendrein kommt hinzu, dass der Client das Interface ja zur Nutzung vorliegen haben muss. Das heißt, auch er kann dessen Namen ohne Probleme ableiten und Sie brauchen keinen festen String. Daher holen wir uns einfach den Namen dieses Interfaces und nehmen den als Schlüssel sozusagen, als ID. Und hier müssen wir jetzt unseren Service einfüttern, den wir gerade erzeugt haben. Und jetzt kann hier noch eine andere Art Exception auftreten. Das heißt, die werfen wir einfach auch raus, denn wenn es nicht funktioniert, dann soll unser Server sowieso nicht starten. So. Wir können hier, wenn wir mögen, noch eine Ausgabe hinzufügen. So. Wichtig ist, wenn Sie das später das erste Mal starten, dann wird Sie natürlich die Firewall fragen, wenn Sie unter Windows arbeiten, ob der Zugriff für die Registry hier erlaubt sein soll und das müssen Sie natürlich erlauben, ansonsten wird hier keine Kommunikation zustande kommen.
So, jetzt haben wir also die Registry-Instanz erzeugt, wir haben unsere Service-Objekt-Referenz erzeugt und bei der Registry entsprechend hinterlegt. Im dritten Schritt müssen wir uns den Client anschauen. Der verändert sich jetzt auch. Der muss nämlich jetzt nicht mehr den Server über New erzeugen, das darf er gar nicht mehr, denn der läge ja in dem anderen Adressraum, in der anderen Java Virtual Machine, sodass man dort in den Speicher nicht mehr hineingreifen kann, sondern der muss eben genau diesen Suchdienst der RMI Registry verwenden und das geschieht über die Methode Lookup in der Klasse Naming. Das heißt, wir holen uns zunächst die Registry und wir holen uns dann mit Lookup die Referenz auf dieses Service-Objekt wieder heraus und alles andere passiert automatisch im Hintergrund. Und Sie sehen hier, es gäbe auch noch, das habe ich in der Einleitungsvorlesung schon erwähnt, es gäbe auch noch eine Methode List, wo man alle Namen sehen kann, die Registry momentan kennt und sich überlegen kann, welcher registrierte Schlüssel, welcher Name passt am besten zu dem Dienst, den ich jetzt gerade suche. Also stellen wir um, gehen wir in unseren Client jetzt hier hinein. Und das New Date Server ist jetzt hier eben nicht mehr erlaubt, beziehungsweise führte zu einer Remote Exception, aber wir wollen es auch gar nicht mehr. Sondern was wir jetzt wollen, ist natürlich hier das Ganze holen. Über naming.lookup. Und jetzt geben wir genau dieses iDateService Clause getName wieder an und holen uns genau diesen kanonischen Namen heraus. So, Lookup kann natürlich jetzt immer noch zu einer Exception prinzipiell führen. Der andere Punkt ist, Lookup wird Ihnen nur eine Instanz von Remote liefern, denn mehr weiß die Registry ja nicht. Sie müssen jetzt wissen, dass es sich um einen iDateService handelt und müssen hier tatsächlich explizit casten. So, die Exception, die hier nicht abgefangen ist, die werfen wir einfach nach draußen. Den Date-Server hier oben, den brauchen wir nicht mehr. So, es kann natürlich jetzt auch noch eine Not-Bound-Exception auftreten, wenn der Name, den wir suchen, gar nicht zu finden ist. Und es könnte noch eine Malformed-URL-Exception auftreten, wenn die URL unter die Registry läuft, die wir aber hier gar nicht angeben, wenn die nicht sauber wäre. Und wir können danach natürlich dann diese Methode getDate einfach verwenden, weil wir eben diese Remote Exception weiterwerfen. Wenn wir das nicht täten, bräuchten wir um diesen Aufruf von getDate, bräuchten wir natürlich ein try-catch, was diese Remote Exception behandelt. So. Client jetzt starten, dann sollten wir sehen, dass es Ärger gibt. Genauso ist es, denn Sie sehen hier, es gibt bisher keine Verbindung, es läuft nämlich keine Registry. Wir haben ja unseren Server noch gar nicht gestartet. Das heißt, wir müssen zuerst jetzt über unseren Service Launcher unseren Server starten. Der wird integriert eine Registry starten. Genau, jetzt ist der registered und was Sie hier unten sehen an dem roten Icon, das Ding läuft tatsächlich im Hintergrund als Dienst dauerhaft weiter. Also genau wie wir es erwarten, das ist jetzt ein permanenter Service sozusagen, bis wir das stoppen. So. Und wenn wir jetzt den Client starten, dann sehen Sie, dass wir wieder das Ergebnis haben. Allerdings diesmal über zwei JVMs, nämlich eine mit dem Server und eine mit dem Client. Jetzt haben wir also sauber gearbeitet.